Guten Morgen, ich bin in Sayaburi und zwar bin ich hier gerade bei einem Guesthaus etwas außerhalb von Sayaburi City. Ich bin hier sehr spontan gestern hergekommen, weil ich einer Freundin beim Umzug geholfen habe von Luang Prabang hierher. Ich werde auch jeden Moment abgeholt, um dann wieder zu ihrem Haus im Dorf zurückzukehren, um dann auch bei den letzten Arbeiten zu helfen, also etwas streichen, Möbel aufbauen etc. Und wenn ich schon mal hier bin, habe ich gedacht, ja, dann verbinde ich das auch mit einem kleinen Trip. Ja, ich bin gespannt, wie der Tag so, ja, wie der Tag so verlaufen wird. Ja, so nach dem Frühstück wurde ich jetzt zur Gartenarbeit rekrutiert, anstatt irgendwie Möbel aufzubauen oder Wände zu streichen. Dementsprechend bin ich jetzt hier im Garten unterwegs und werde ein bisschen Gemüse pflücken fürs Mittag heute. Mal gucken, was es hier so im Garten gibt. Hier ist die Ernte, grüne Bohnen, jede Menge grüne Bohnen und Aubergine. Das ist das Mittag heute. Es gibt jetzt Papaya-Salat. Gewöhnlich ist er sehr scharf. Mal gucken, wie es mir damit geht. Okay, Papaya-Salat. Ich bin ein bisschen nervös. Ist okay. Kann ich essen. I can eat it. Es ist jetzt etwa 2 Uhr nachmittags und ja, es ist sehr ruhig jetzt hier im Dorf. Es ist relativ warm heute und dementsprechend machen fast alle irgendwie jetzt gerade eine Siesta. Ja, mal gucken, was hier heute noch passiert. Ich habe das Gefühl, irgendwie nicht so viel. Das Leben ist sehr langsam, sehr entspannt hier draußen. Und ja, wie es aussieht, werde ich wohl noch eine Nacht länger hier bleiben. So, Arbeit ist getan. Nach der Siesta wurde noch mal ein bisschen angepackt, Möbel zusammengebaut, Sachen eingeräumt. Und ja, fertig. Ist jetzt 17 Uhr oder so. Oder 17:30, keine Ahnung, so in den Dreh. Wird also bald dunkel. Ja, ich habe Hunger. Wird Zeit für Dinner. Nach dem Dinner gestern Abend bin ich nur noch ins Bett und habe geschlafen. Ich war so kaputt und müde. Ja, jetzt geht's kurz nach Frühstücken und dann auf nach Hongsa. Das Frühstück muss jetzt erstmal noch gepflückt werden hier auf der Farm. Ich habe das Gefühl, ich werde hier langsam zum Farmer in Laos. Das ist nicht so wirklich mein Ziel hier, aber naja, ich habe Hunger. Das Frühstück muss sich verdient werden.
Wir sind jetzt etwa auf halber Strecke zwischen Sayaburi City und Pongsa und machen eine Pause. Wir sind hier ein Stück ab von der Straße, direkt an einem Fluss. Super nice, richtig cooler Spot. Hier sind so ein paar Stromschnellen hinter mir und hier vorne ist noch so ein altes, verlassenes Restaurant, Bar. Schon etwas heruntergekommen, etwas verfallen. Aber es ist echt ein genialer Spot. Also wenn ich hier jetzt mit dem Fahrrad unterwegs wäre und ich hätte meine ganze Campingausrüstung dabei, dann würde ich definitiv mein Zelt hier aufschlagen und die Nacht hier verbringen. Das ist echt ein richtig, richtig cooler Spot. Kurzer Zwischenstopp bei einer Werkstatt, denn die Bremse funktioniert nicht mehr so gut. Dementsprechend muss das jetzt mal kurz repariert werden und dann geht es auch schon weiter. Ich bin wieder zurück in Luang Prabang, bin jetzt hier in meinem Zimmer, in meinem Gästehaus und ja, ich bin ehrlich gesagt auch hundemüde, war ein langer Tag. Nach diesem Ritt durch die Berge war echt ein richtig geiler Motorradausflug, Wahnsinnsaussichten da. Kann ich nur empfehlen, die Straße, also die zweite Hälfte der Strecke, die war ja auch richtig gut. Kaum Verkehr, Wahnsinnsaussichten. Ja, aber für mich geht es nur noch unter die Dusche. Ich brauche eine heiße Dusche und dann geht's ab in die Koje. Ich brauche Schlaf, ich bin müde. Gute Nacht.